wieder zu Hause. Ich hatte heute die letzten beiden frei. Also Französisch ist ausgefallen. Und ja, das Wetter ist sehr regnerisch und deswegen können wir auch nicht viel machen. Aber ich dachte mir, komm, wir machen irgendwas, was so einen cozy Vibe hat. Hatte irgendwie schon seit heute Morgen Lust auf einen Kakao, aber ich wollte keine Bauchschmerzen kriegen und ich hatte auch keine Zeit mehr, einen zu machen. Deswegen mache ich das jetzt. Jetzt muss ich noch meine Hausaufgaben machen. Ich habe morgen Englisch, Philosophie und Mathe. Yay. So, nochmal. Also, ich habe morgen eine Doppelstunde Englisch, dann habe ich Philo und Mathe. In Mathe ist das irgendwie voll komisch, weil ihre alte Mathe-Lehrerin jetzt irgendwie weg ist. Das finde ich voll schade, weil irgendwie hat Mathe mit ihr voll Spaß gemacht. Sie ist jetzt leider nicht mal in unserer Schule. Und irgendwie haben wir gerade keinen Mathe-Lehrer oder eine Mathe-Lehrerin. Deswegen haben wir irgendwie immer Vertretung. Ich weiß auch nicht, wann wir die Klassenarbeit schreiben, weil Ella hat die schon längst geschrieben und bekommt die diese Woche auch zurück. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf Englisch, weil ich schreibe morgen einen Vokabeltest und wir müssen richtig gut sein, okay? Aufgefallen, wie unästhetisch und hier einfach unaufgeräumt mein Zimmer ist. Deswegen dachte ich mir, komm, wir machen so ein bisschen Cleaning und so ein Mini-Mini-Mini-Room-Makeover. Und ja, ich fange an mit meinem Bett. Wisst ihr, was mich so richtig aufregt? Wenn mein Kissenbezug zu meiner Decke nicht passt. So, guck mal, das sind so zwei unterschiedliche Muster, zwei unterschiedliche Farben. Das macht mich aggressiv. Nee, das mag ich nicht und ja, die stinkt auch schon so ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das jetzt ab und beziehen unser Bett neu. Warum sage ich unser Bett? Das ist mein Bett.
eine harte und sehr lange Cleaning-Session. But guys, look. Das sieht doch schon viel besser aus. Und es ist halt literally schon... Warum rede ich so? Es ist auch schon dunkel draußen geworden. Aber es hält mich nicht davon ab, jetzt diese cuten Poster anzubringen. Ich habe die nämlich, ne? Irgendwie schon so vor 4 oder 5 Monaten bestellt. Hatte irgendwie keine Zeit... Because I was too busy. Spaß, ich war einfach zu faul, um die anzubringen. Aber ich würde sagen, heute ist der Tag, jetzt oder nie. Deswegen, let's go! Ich habe mir die jetzt so geordnet. Ich mache ein Foto davon und dann mache ich dasselbe auch auf die Wand hier noch. Und ich hoffe, es ist cool. Also, das ist jetzt das Endergebnis, meine Lieben, und ich finde es einfach toll. Ich krieg die Reste. Ja, sie darf die hässlichen Poster haben. Du wirst denn, du wirst gleich neidisch, ne, wie toll das bei mir aussieht. Okay. Wie zum Beispiel, das hast du übrig gelassen. Warum, guck mal, das passt doch voll toll. Nee, du, das passt nicht zu meiner Ästhetik, Ella. Doch. Nee. Doch, zum Beispiel, Take It Easy passt jetzt auch nicht, ne.